Ja, also irgendwas, was richtig ist, ist hier nicht, ne? Leider nicht, nur zwei Colas. Den speichern wir jetzt aber auf einem anderen Slot. Sicher ist sicher. Haben wir jetzt auch wieder... Ne, guck mal. Jetzt kann man auch immer noch aufs Dach. Weil wenn man den... quittet, den Kampf, dann kann man danach nicht mehr aufs Dach rauf. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt sagt, aber es ist auf jeden Fall ein Fakt. Hier liegt er, glaube ich, nicht mehr, ne? Sind hier noch irgendwelche Viecher jetzt wieder aufgetaucht? Neu. Sah im ersten Moment aus wieder wie so ein Punkt, wo man graben kann. Wir irgendwo noch so einen Spot haben. Ne, sie liegt hier noch. Sophie. Simon, let me go. I love you, Sophie. I have to leave. Please. I fucking love Just you. Just let me go, Simon. Das Messer haben wir schon weggeschmissen, oh. Hm. Ich meine, wir haben eh keine Munition mehr dafür. You got the keycard. Wo haben wir denn eine Keycard für gebraucht? Schrecklich. Ja, toll. Naja. Also müssen wir jetzt wieder zurück. Weil da gab es irgendein Keycard. Nee. Was ist mit dieser Holztür hier? Die ist richtig komisch. Something is blocking the door. Ich habe so einen komischen... Das Ding ist, wir finden die ganze Zeit M16-Munition. Das heißt, es wird eh noch eine M16 kommen. Das heißt, wir droppen das Gewehr hier. Nee, wir scheißen auf. Wir nehmen das Gewehr mit und lassen die Schaufel hier. Ich denke, ich weiß nicht, kann man von hier aus bis zum Anfang zurücklaufen? Ich meine, an irgendeiner Stelle waren wir, glaube ich, wo wir nicht weiter, also wo wir nicht wieder zurückgehen konnten, aus irgendeinem Grund. TL Garden, das ist diese Abkürzung, von der er vorher geredet hat. Ah, okay. Alles klar. Dann gehen wir zurück, holen uns die Leiter. Die Leiter, sag ich schon, die Schaufel. Und dann haben wir alles dabei. Falls wirklich nochmal irgendwo... Bei dem Spiel kann ich mir das richtig gut vorstellen, dass die das so gemacht haben, dass am Ende dann nochmal ein Spot kommt. Irgendwo... dass am Ende nochmal ein Spot kommt, irgendwo die Möglichkeit besteht,
irgendwas auszugraben und man dann nochmal Zugriff auf ein anderes alternatives Ende oder so hat. Jedes Mal, wenn ich herkomme, denke ich, sie ist weg. Also sie liegt da wirklich. Ich weiß es nicht, das ist auch richtig komisch mit Sophie gerade. Dass sie nichts von den Monstern wusste, dass sie auch nicht zu dem Ort hingehen wollte, wo er aufgewacht ist, da hat sie ja so ganz komisch drauf reagiert, fand ich. So von wegen, nee, als ob sie wissen würde, was genau abgeht. Oder? Das hat so einen Eindruck gemacht, ne? Sie hat ja gleich gemeint, so von wegen, wir müssen da runter. Wo er gemeint hat, irgendwie da, wo er aufgewacht ist, die Gasse und bla, ich kann es dir zeigen. Nee, ja, bloß nicht so. Schon merkwürdig. Wir hätten nochmal speichern sollen, oder? Sollen wir nochmal schnell zurücklaufen? Okay, ich gucke hier runter. Wenn mir nicht gefällt, was ich sehe, gehe ich wieder nach oben. Mir gefällt nicht, was ich hier sehe, oder? Nee, mir gefällt nicht, was ich hier sehe. Wir gehen nochmal kurz speichern, nur zur Sicherheit. Aber hier war ja auch nichts. Nee. Ich glaube, das nächste Speichern ist hier. So haben wir es überspeichert. Wunderschön. Okay. Hier liegt eine Spritze. Hier war das, wo die eine Spritze noch lag, okay. Gehen alle Türen auf? Der Elevator, da sagt gar nichts. Jammed. Okay, wo ging der andere Weg hin? Was ist das überhaupt? Am Anfang dachte ich, das wäre ein Lichtschalter oder so, aber es ist zu groß. Wow. Ist das eine Glock? Also wie man gesehen hat, hat es sich komplett gelohnt, einfach nochmal hierher zu gehen. Wir haben 15 Schuss für die Glock bekommen. Hammer. What? Why? The door is locked. Spritze. Okay. Speichern wir hier nochmal. Ich denke, wir werden jetzt wahrscheinlich Gegnern begegnen. What? What? Okay.
Okay, die haben sich gegenseitig abgeballert, was ich geil finde. War... Ich hatte mit allem Scheiß gerechnet, aber nicht, dass jetzt hier Leute kommen mit Waffen, Alter. Mit jedem Scheiß hätte ich gerechnet. Okay, die haben auf jeden Fall richtig viel Glock-Munition. Was zur Hölle? Da hinten ist auch noch so einer. Ich sehe den. Oh mein Gott. Wir haben leider auch nichts mehr. Wir haben richtig viel Munition. Okay, wir haben seinen Kopf getroffen. Ich bräuchte auch noch eine Spritze. Ich sag's ungern, aber es sieht nicht gut aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir haben vielleicht jetzt zwei Kugeln verschwendet oder so, aber wir haben ja E15 nochmal aufgehoben. Ups. Ich habe immer so Schiss, wenn ich irgendwo reingehe, dass ich irgendwie was verpasse. Das Problem ist eh... Also richtig... widerstandsfähig. Pestnonic. Schillips. The Phone House. Nosy. Wer kennt's nicht? Das ist aber lustig gemacht. Texan Avenue. Ich glaube, wir müssen eigentlich hier runter, ne? Eigentlich, oder? Weil er wollte doch mit der... Er will aus irgendeinem Grund mit der Bahn fahren. Sehe ich das richtig? Und da scheint mir schon der offizielle Weg irgendwie zu sein. So überall ist hell, ausgeleuchtet. Das ist doch eigentlich komplette Einladung, da hinzugehen, oder? Und hier so diese Nebengasse... Kannst Treppen nicht runtersprinten. Geil. Ey, so ein Scheiß liebe ich. Sehr geil. Ich liebe, wer mich verfolgt eine Zeit lang, der weiß, dass ich auf so einen Detail-Scheiß richtig abfahre. Wow, 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 wow. Man sieht nichts! Geile Iron Sights. Wir müssen einfach versuchen, konsequent jeden Headshot zu drücken, den wir sehen. Und ich glaube, das kriege ich hin. Aua! Okay, ich nehme alles wieder zurück. Krieg's doch nicht hin. Krieg's doch hin. Okay, jetzt haben wir diese Haufen an Munition hier. Hier irgendwo haben wir noch einen. Weil das ist doch nicht normal. Nachdem wir die Spritze genommen haben. Gerade. Hä, das ist doch dieser Endtyp. Das ist weird. Bam! Vor allem, oh, das habe ich ganz vergessen.
Das war hier, ne? Kann man den überhaupt besiegen? Wir werden es weiter probieren. Wir werden es einfach weiter probieren. Okay. Okay, einen haben wir. Noch einen haben wir. Dritten haben wir. Der andere war ja hier. Okay, dann haben wir jetzt hier alle. Und es fehlt irgendwo ein. Hey, kennst du? Irgendwo. Habe ich eine Waffe schon eingesammelt gehabt oder? Ah, ne, die liegt hier, okay. Dann. Können wir die dann einfach durchschießen? Ne, ich glaube leider nicht. Oh, wir haben es doch so gut gemacht, Alter. Mein Gott, ja, töte mich einfach. Oh mein Gott. Oh, ich erschrecke mich auch immer ein bisschen darüber. Ja, geh doch einfach runter. Ich habe doch schon aufgehört zu drücken. Warte mal. Was mit drauf? Geht auch nicht. Ich weiß nicht, die ganze Zeit vorhin weglaufen scheint auch irgendwie eigentlich nicht das Fahrrad zu sein, oder? Oder? Vielleicht doch. Ich weiß nicht, wir laufen jetzt erstmal. Ich weiß es nicht. Können wir den töten? Ekelhafter Gegner. Ekelhaftester Gegner. Können wir den überhaupt töten, ist die Frage. Also er hat keine Lebensanzeige. Das ist im Gegensatz zu allen Gegnern, die wir bis jetzt hatten, die wir töten konnten, halt den Unterschied, ne? Wir müssen jetzt mal versuchen, die zu töten. Ohne, dass sie uns irgendwie... Okay. Keine Ahnung, auf was ich da jetzt geschossen habe. Bin nicht auf das Richtige. Toll! Nö. Einen haben wir. Wir haben aber anscheinend nur den getriggert. Hör jetzt auf, wie bald dran kleben zu bleiben, du Affe, Alter. Der hat uns auch kein Mal erwischt. Weich. Wie kannst du das überleben? Ja, bring mich einfach um, Digga. Oder scheiß drauf, bring mich nicht um. Lade es neu.
Oh, was für eine ätzende Scheißsituation das ist. Oh, Digga, dieses Ding. Er hat geschmeckt. Dann müssen wir wenigstens die nicht nochmal machen. Toll, Alter, willst du mich verarschen? Ist es dein fucking Ernst? Wo kam der denn auf einmal her? Wie groß sind die Patronenhülsen da? Wo kam der auf einmal her? Scheiße, wie viele Kugeln habe ich verschwendet? Digga, da war doch komplett drauf! Oh nee, Alter, ich lade nochmal neu. Ich habe jetzt zweimal nachgeladen, komplettes Magazin. Also das erste weiß ich nicht, wie viele Kugeln wir noch hatten. Aber beim zweiten habe ich komplett zweimal geschossen oder was. Okay. Die Iron Sights, das ist ja übel. Da lässt sich gar nicht damit spielen. Warte, ich probiere es jetzt mal. Ja, alles klar. Okay. Wo ist dieser Typ? Danke. Okay, nachdem wir das geschafft haben, speichern wir es nochmal. Weil an den hier weg. Speichern nochmal. Und das ist nicht irgendwie cheesy oder so. Das ist ganz, das ist safe. Spielen einfach nur safe, okay? Okay? Es ist nicht cheesy. Es ist völlig legitim, in Ordnung und alles. Wir speichern jetzt nochmal. Einfach, weil ich speichern so gerne mag. Und wir können ja endlos speichern, oder? Da passiert ja nichts. Okay, komm. Boom. Na, na. So, jetzt haben wir wirklich alles komplett aufgeräumt. So, jetzt haben wir erstmal gute Grundvoraussetzungen geschaffen, um diesen Typen im Bossfight jetzt richtig eins auszuschalten. Das ist ja kein Bossfight wahrscheinlich. Wir speichern jetzt nochmal, ist klar. Es ist völlig klar. Mist, wir haben die Pistole nicht von denen eingesammelt, aber ich glaube, die despawnen ja wahrscheinlich nicht. Zudem haben wir 9 Magazine, also 8 Magazine mit dem 9. Wir speichern nochmal. Was soll's? Was soll es? Ist doch egal. Wir müssen doch in die Bahnstation rein. Da bin ich mir eigentlich so sicher, dass wir da rein müssen. Oder er wollte doch hierher. Alles klar. Also wir müssen zwar hier lang, aber wir haben die Sicherung nicht. Wir könnten bei Nosy in den Laden einbrechen vielleicht. Wird es da Sicherung geben? Wer weiß. Also das heißt, dass jetzt und da wir auch gar keine
Da wir überhaupt keine Lebensleiste von dem bekommen, wird der einfach... Der ist, glaube ich, kein Gegner, den man besiegen kann. Der kaspert jetzt einfach die ganze Zeit hinter uns her. What the f- Ich hab mich richtig doll erschrocken gerade. Oh mein Gott. Ich hasse diesen Typen. Ah ne, wir können noch jetzt. Man hört die Kettensäge noch, der steht da einfach nur. Können wir die irgendwie... Okay. What? What? Was war das, Mann? Oh mein Gott, Alter. Damit hatte ich... einfach nicht gerechnet. Einmal dachte ich, dass er uns vorher schon umbringt. Dann bringt er uns nicht um. Wir können sogar durch das Tor nochmal durchgehen. Und dann kommt er aber durchs geschlossene Tor und tötet uns einfach. Alles klar. Okay, jetzt aber. Komm, jetzt wissen wir, wie es geht. Jetzt wissen wir, wie es geht. Wir laufen einfach, wir drehen uns nicht um, weil er ist einfach komplett direkt hinter uns. Und wenn ihr glaubt, ich meine, ein bisschen hinter uns. Er ist direkt hinter uns einfach. Er ist direkt hinter uns. Genau hinter uns, also direkt. So, was denn? Was denn, ne? Ja, was denn? Ja, habe ich mir gedacht. Genau, dann kommt da auch nichts mehr. Pisser. Na, wo bist du, hä? Wo bist du? Eigentlich würde ich so gerne die Gegend da noch untersuchen, ne? Aber das Ding ist, wenn wir den jetzt triggern, der wird... Der steht da hinter der Ecke, macht halt kein Geräusch mehr und sollte rausgehen. Tötet er uns. Wow, 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 wow. Also, so eine Stellen, vielleicht merkt man es jetzt auch schon, habe ich früher als Jugendlicher totgesuchtet, weil ich alles ausprobiert habe, was, also, wir gehen jetzt einfach den ganz normalen, regulären Weg, ich habe es ja jetzt schon dreimal getestet und alle drei Sachen sind einfach nur tot geendet. Aber ich hätte halt alles ausprobiert. Ich wäre in die anderen Ecken mal reingelaufen, hätte probiert, die Türen aufzumachen. Jetzt ist mir einfach alles egal. Guck mal, die Dinger sind eben gar nicht kaputt gegangen. Aber da hatte ich diese Torgeschichte auch nicht zugemacht. Das steht jetzt einfach da immer noch hinter der Ecke.